Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bowser's Fury. Ja, die letzte Folge war voller Fails, aber ich verstehe nicht, wieso ich eh nicht eher darauf gekommen bin, aber naja. Ich habe es schon so oft gesagt, ich verstehe es nicht, aber naja, was soll's. So, jetzt ist diese Insel aber auch jetzt abgehakt. Und ja. Mir fehlt im Prinzip jetzt bloß noch diese fliegende Insel. Und ich habe echt Bammel, dass man die nicht mehr erreichen kann. Wenn man einmal... Es war halt ein Verschulden vom Spiel, nicht von mir. Ich wollte nämlich da runter zwischen die beiden Ohren und plötzlich springt der halt eiskalt komplett runter und ich, ja, bin ganz unten. Aber wir haben jetzt wirklich auch alle Inseln hier, bis auf die Anfangsinsel, voll mit den entsprechenden Shines. Mir fehlen noch 20 Stück. Mir fehlen wirklich noch 20 Stück für das Komplettieren der ganzen Chose. Also oben ist eine und auf der letzten Insel ist eine von den Cat Shines. Nein. Ey, ich müsste da irgendwie hochkommen, ne? Ups. Ich kann meinen Kopf wieder hin, dann machen wir sonst das ganze Kopf rausziehen. Ach, naja. Aber es ist halt auch der Abfuck, dass ich halt eben nicht da hochkomme. Wenigstens kann man kein Game Over erleiden. Also das ist ja wirklich die schwerste Insel. Irgendwas klackert hier doch. So. Ich bin mir wirklich nicht ganz sicher, wie ich da hochkommen soll. Oh, Alter. Oder komme ich da? Ich weiß es halt nicht. Doch, na klar, auch bin ich dämlich. Muss eine Möglichkeit geben. Hier wollte ich nämlich hin. Aber erstmal reicht es nicht. Let's putz. So. Gott sei Dank kann ich halt nochmal doch hier hoch. Ist da hinten? Okay, die hält da also. Ja, ist natürlich der höchste Punkt, oder? Ne, das ist der höchste Punkt. Oh nö, Bowser ist fast voll.
Obwohl, wir werden in dieser Folge mal gegen Bowser kämpfen, um dann, ja, im Finale oder sowas, ist weiter nicht. Was machst denn du, Mario? Oh, was macht ihr hier? Ey, wieso springst denn du schon wieder? Willst du selbst probieren? Oh, Gott sei Dank. Lava-Panorama erledigt. Hier oben müsste ja auch sicher sein. Also ganz ehrlich, der kommt mir zu häufig. Also alle 10 Minuten ist okay, aber nicht alle 2 Sekunden. Das finde ich jetzt nicht so schön gelöst von Nintendo. Aber... Du bist ja überhaupt... Oha, der ist ja ganz schön wild. Das ist eine Glocke da hinten. Geht das vielleicht mal schneller? So. Das Place, okay. Gut, okay. Oh, wie es lägt. Jetzt geht er, ne? Werde ich mal runter springen. Wir haben hier oben ja alles erledigt, ne? Ja, er ist ja fast wieder da. Okay. Strandgejagdlocke. Okay, genug gespielt, wir müssen trotzdem ein bisschen warten, ich cut das mal. Totale Eskalation hier gerade. Ah. Aber jetzt ist das Finale, oder? Ich denke mal schon, weil ich habe alle Gebiete. Na gut, eins fehlt noch. Aber da kommen wir ja gar nicht hin, das heißt, es ist noch nicht das Finale. Hm. Keine Ahnung. Naja, mal schauen. Gar kein Plan, ich muss aber ganz schnell mal hier.
ganz schnell Licht anmachen, weil der Greenscreen wieder geflackert hat. Da ist anscheinend wirklich nicht sehr ausreicht. Oha. Das hat er ordentlich gescheppert bei Bowser. Okay. Okay, das ist anscheinend doch das Finale. Oh. Hey, meine Katzenglocke. Oh, Manu. Ich wollte mich eine ausrüsten, weil ich jetzt habe. Ach so, ich bin eh klein. Und Angriff. Oh, doch, ich hab eine. Ups. Ich merke gerade, das Team, was gerade läuft, ist das Team aus dem ersten Castle. Oh, voll in den Sack rein. Schießt er eigentlich seine eigenen Stacheln drauf gegen uns? Wow, haut er nicht dauernd ab, Bowser. Der war fies jetzt. Oh, da ist der Glocke. Jetzt war auch. Ja gut, ich hätte aber auch einen Tag reinlegen können, ich glaube dann. Ich habe mich doch gerade eben geduckt, wieso kann ich der Strafe nicht treffen, ja? Oh Gott, das ist ja übelst. Es ist übelst, ja gut, eigentlich läuft es sogar flüssig, muss ich ganz ehrlich zugeben. What? Läuft. Jetzt mal, das war ja mal richtig cringe, das Ende. Giga-Katzen, Plessy. Plessy ist doch eigentlich ein Wasser. Oder so in der Art. Und der ist jetzt als Katze? Und der Bowser kommt zurück. Hä? Was ist der mit den Strand los? Sieht aus wie gemalt.
Ach, das ist das Fell von Plessy, oder? Ich habe vergessen, mich zu muten, nicht Trottel. Kommen jetzt die Credits? Jo. Wir sind noch nicht ganz durch, uns zieht noch ein bisschen, aber nur so viel. Es ist eine coole Erweiterung des Spiels, des Hauptspiels. Ist ja eigentlich bloß ein Port von Wii U auf die Switch, das ist der Super Mario 3D World. Das habe ich halt eben damals 2014 oder was, 13 müsste es rausgekommen sein. Habe ich das damals gespielt, auch komplett durch, und das war auch schon meiner Meinung nach das beste 3D-Spiel von Mario, auch bis jetzt. Also ich fand Odyssey nie interessant, ich fand Odyssey war für mich ein totaler Flop. Ich fand einfach die Sache halt nicht so geil, wie Odyssey umgesetzt wurde, aber das war immer mein Lieblings-3D-Spiel und ja. Es ist cool, dass es nicht nur ein Port ist, jetzt einfach bloß, sondern auch ein bisschen extra Bonus-Spiel-Inhalte. Zum Beispiel, also Bowser's Fury war schon echt lustig und auch teilweise spaßig. Es ist immer spaßig so rum. Es ist auch lustig. Und Spielzeit würde ich jetzt so ungefähr auf, wie viele Parts habe ich jetzt aufgenommen bis jetzt? 6-7 Parts, 30 Minuten. Ach, ich sag mal grob 5-6-7 Stunden um den Dreh. Müsste es lang sein, ungefähr. Wenn man halt nur durchspielt die Story und wenn man halt wirklich alles, wie ich jetzt im World Spiel zu Ende verspielt, bis alle 100 Catch-Shines erreicht sind, dann dürfte es bestimmt so um die 8-9 Spielstunden verschlingen. Das Ganze. Okay, das war ich bitte schon. Ja, das steht auch. Das Ganze wird noch ungefähr so ein, zwei Parts benötigen. Ich glaube, die werden 10 Spielstunden etwas. Ja. Verschätzt. Ich meine, wenn jetzt. Mal schauen, wie viele Spielstunden am Ende drauf sind bis jetzt. Werden wir mal gucken. Also, mir hat es bis jetzt auch Spaß gemacht. Also, wir machen natürlich weiter. Am 16.2. Okay. Die ganze Matsche ist überall weg. Oh, auch im Eingangsgebiet. Oh, cool. Oh, ich sehe schon. Oh ja. Oh. Oh, gut, okay. Also kommen wir doch noch auf die. Das kommt jetzt erstmal in den Morpen. Normalerweise sollte Mario einfach hochklettern, bloß ich habe jetzt einfach
nicht so viel. Naja. Lust gehabt. Ich meine, er hilft mir, also kann er mir auch so mithelfen. Captain Toad. Nikasch. Toad Dead. Mit Captain Toad ein paar anderen Forscher-Tots. Okay. Moment, bei diesem Brillentot. Ist der nicht sogar aus dem Spiel Paper Mario the Origami King? Ich glaube ja. Oha! Das wären die Graffiti des Bowser Juniors, ne? Ich habe auch noch hier was gesehen, hier außerhalb des Schiffs, an dieser Nischen. Hier. Und dann einmal vorne auf der Galeone, wie es immer heißt, ich weiß gerade gar nicht. Auf den Kopf. So. Erledigt haben wir auch das. Dann bestimmt mal für die Wutblöcke halt. Der da vorne irgendwo ist. Plessy-Medaille. Oha. Oder? Haut ihn ab. Oder ist es so ein... Nee. Das Ding ist, ich bin auf dem Weg heute Morgen, deswegen kann ich die Texturen so ganz gut erkennen. Aber... Oh, das ist ein Plessy? Nee, ich glaube, es ist so ein Huhn-Ding, was ja so... mich versucht hat abzustechen. Ich glaube, das ist so ein Ding. Aber es war safe nicht alles hier. Zwei Scheins fehlen schon. Jo. Wo, da ist Bowser. Das dauert schon echt lange. Ich war gerade essen. Und habe vergessen, das Spiel zu pausieren. Und der Bowser ist in der Zwischenzeit nicht gekommen. Also werden wir erstmal was anderes machen, und zwar Tatsache, dass die Medaille, okay. Ey, ganz ehrlich, dieses... Man braucht auch nicht so zu diskutieren, das war einfach du. Plessy Medaillen Sammelfieber. Gut. Der Counter wurde schön entspannt auf einmal. Ups. 84 gestellt. Und wir können gleich einmal. Ja, exzellent. Ich fand es auch exzellent. Nein, das war einfach nur dumm. Okay.
So. Okay, perfekt geschafft, easy. Luftige Keilerei in den Wolken. Oh. 85. Okay. Die Frage ist halt, wo sind die nächsten? Ach so, Mann. Oh, okay. Hm. Hier irgendwo. Und wo hier? Muss ich alle Gegner sehen dafür? Ich weiß noch nicht, was ich machen muss, ja. Ja, schon. War das irgendwo eigentlich geschrieben? Kostet dann 5 Katzen. Hä? Coole Attacke. Ist halt, du kannst einfach viel höher klettern. Sagt er und stürzt einfach ab. Ja, aber wo ist das? Du hast den verdammten Gegner töten. Ist mir die Wurstkatzen, Mario. Pause. Entschuldigung, meine ich. Du sollst den verdammten Gegner töten. Ich habe das Gefühl, dass es so sein muss. Wie kann der mit dem Pi getroffen werden? So. Ja, von wegen. Bowser sitzt da und ich sehe gerade, der Captain Toad ist da. Ah, okay, mir geht mein ehemaligen Toad was. Was ist das? 5 Coins auf einmal. Nein, ich Trottel! Naja. Ich wollte mich eigentlich ziemlich zurückwarpen zu dem Turm und da hinten diesen blöden Loop-Bowser-Block zu dingsen.
Aber naja. Erleben nicht. Meine Güte, ey. Erledigt. Ja, gut, okay, ich weiß, was man ist. Gut. Also ich denke, dass es hier mit was zu tun hat. Ich weiß halt nicht. Mir erscheint es als logisch. Gut, okay, ha. Huh. Ist das irgendwas hier unten? Also ist halt die Frage, bin ich hier richtig? Noch nicht. Ganz. Diese blöde Biene. Ich muss mal alles selber machen. Ja. Verstehen muss ich das jetzt aber nicht. Oh. Perfekt. Oh nee. Okay. Jo, 2 FPS. Hier habe ich 2 FPS. So. Wutschatten an Bord. Erledigt. Und trotzdem fehlt es noch eine Coin. Ein Dings. Bäm. Erledigt. Kann man sie also nicht, wenn man in der Luft ist, warpen oder wie jetzt?
Okay. Ja gut, die restlichen Dinge suchen wir morgen, beziehungsweise im nächsten Part. Bis dahin und ciao.